zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart Wii. Wir sind wieder hier drin und gucken uns jetzt den vorletzten Retro Cup an. Also dieses Mal gibt es den... Was ist denn das? Der Blood Cup ist das jetzt, ne? Also dieses Mal gibt es den Blood Cup, nächstes Mal den Blitz Cup. Danach gibt es einen Wettkampf-Spezial-Bonus-Part und danach gehen wir dann in den Spiegelmodus über, bevor wir dann, naja... Ihr könnt jetzt schon mal anfangen, in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr das unbedingt wollt, ob wir bis Mario Kart 8 noch ein bisschen im Online-Modus spielen wollen oder nicht. Das würde mich sehr interessieren. Also ich hätte theoretisch schon Bock drauf. Weiß aber nicht, ob ihr Lust drauf habt. Und ja, rein theoretisch könnte ich das natürlich auch, könnte ich auch Mario Kart 7 online fahren. Bis Mario Kart 8 rauskommt, habe ich jetzt in den letzten Tagen schon ein bisschen gemacht. Aber wenn ihr wollt, dass ich ein bisschen online... Modus noch hochlade, bevor Mario Kart 8 rauskommt, weil Mario Kart 7 wird definitiv nicht mehr Let's Played, bevor Mario Kart 8 rauskommt, weil bis dahin in Deutschland noch keine 3DS XL Capture Card verfügbar ist und deswegen warte ich dann lieber ab, bevor ich mir jetzt eine normale DS Capture Card kaufe und dann eine normale 3DS Capture Card kaufe und dann in 2 Monaten kommt dann die XL Capture Card raus. Das macht ja keinen Sinn. Das heißt, ich warte das lieber ab und das sieht momentan nicht so aus, als wenn das vor Sommer fertig werden würde. Ja, deswegen, naja, gibt es halt 3DS Displays momentan nicht. Deswegen, ja, also könnt ihr schreiben. Ja, brauchen wir nicht unbedingt den Mario Kart Wii Online Modus, dann warte ich halt ab, bis Mario Kart 8 rauskommt, dann haben wir halt so lange kein Mario Kart. Oder wenn ihr meint, oh Gott, bitte, wir wollen unbedingt Mario Kart auf diesem Kanal haben, auch so lange, bis Mario Kart 8 kommt, dann gibt es halt ein paar Online-Parts. Die werden dann nicht regelmäßig sein, aber dann werden immerhin mal ein paar kommen, solange bis halt Mario Kart 8 rauskommt. Wir gehen jetzt mal auf Waluigi, wir hatten beim letzten Mal wieder mittleres Gewicht. Gehen wir jetzt mal auf ein schweres. Beim letzten Mal hatten wir mit den Schweren das Bowser-Bike genommen, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal die Pisten-Piranha. Die sieht extrem klobig aus und wird sich deswegen wahrscheinlich extrem scheiße steuern lassen, ist mir aber vollkommen Wurst. Wir spielen jetzt, ja, das hier, diesen Cup, den Blätter-Cup. Und starten mit dem DS-Remake von der Grünheit der Wüste. Eine sehr schöne Strecke, hat mir auf dem DSS schon gefallen und ja, gehört auch hier zu meinen Lieblingsstrecken in Mario Kart Wii. Das Ding hat eine ziemlich langsame Beschleunigung. Lässt sich merkwürdig driften. Und hat keine gute Höchstgeschwindigkeit, also quasi die schlechteste Karre, die ich bislang gefahren habe. Obwohl das Handling ist eigentlich ganz okay. Aber das Höchsttempo kommt mir nicht wirklich gut vor. Und die Beschleunigung war am Anfang ziemlich grottig. Normalerweise haben die Karts entweder eine gute Beschleunigung oder eine gute Höchstgeschwindigkeit. Aber dieses hier scheint nichts von beiden zu haben. Ich schmeiß das jetzt nach hinten. Die heiße Wüste macht hier glühend heiße Feuerfunken hin. Ein bisschen rumhüpfen, die den Tag versauen wollen. Ah, scheiße! Na gut, durch den Blitz hat das jetzt ganz viel ausgemacht, dass wir da festgehangen haben. Ufer hat natürlich richtig Schwein gehabt. Wir haben natürlich richtig Pech gehabt, beziehungsweise ich habe mich mal wieder verdriftet. Kann aber mal vorkommen, wenn man das noch nicht lange macht. Oh, da war der Pop-Block auch endlich mal eingesetzt. Das war der einzige Grund, warum ich mich habe zurückfallen lassen. Und da haben wir richtig Schwein gehabt, dass Yoshi uns jetzt gerade weggeballert hat. Und wir haben ein Problem. Oder auch nicht. Hat uns tatsächlich im Endeffekt doch ein bisschen was gebracht, allerdings nicht, dass wir hier festhängen. Aber es ist ein Auf und Ab hier mit dem Driften. In der einen Situation sage ich noch, boah, scheiße, hier habe ich mich wieder verdriftet. In der nächsten Situation habe ich wieder einen guten Driftboost genutzt. In der nächsten Situation, oh Gott, nein! Den Meter, lass mich den Meter fahren! Ja! Yeah! Und dann kam der Blitz. Geil, perfekt, besser konnte nicht kommen. War quasi, trotzdem wir von der Bombe erwischt wurden, war das quasi die beste Sache, die uns hier passieren konnte. Da lag ein Blitz auf der Strecke. Ein Stern auf der Strecke. Und genau in der Sekunde, in der wir den Stern einsetzen, kommt ein Blitz. Also, wie gesagt, besser konnte es eigentlich nicht kommen. Das hat uns dann mit Riesenvorsprung Platz 1 eingebracht. Unser Hauptkonkurrent scheint Wario zu sein. Und wir müssen jetzt wohl
Brüder-Duell, wobei, glaube ich, noch nicht ganz geklärt ist, ob die beiden wirklich Brüder sind. Also, Wario ist, glaube ich, offiziell der Cousin von Mario. Und Mario und Luigi sind Brüder. Aber es ist, glaube ich, nicht geklärt, ob Waluigi der Bruder von Wario ist, weil dann wäre Waluigi auch gleichzeitig der Cousin von Mario und Luigi. Aber ich glaube nicht, dass das geklärt ist. Ich weiß zumindest nichts davon. So. GBA Bowser's Festung. Waluigi übrigens eine Figur, die ich früher in Mario Kart Double Dash unter anderem, in Mario Kart DS auch, aber auch in allen Mario Party Teilen eigentlich immer zusammen mit Luigi am liebsten hatte. Also Waluigi und Luigi sind eigentlich immer meine Lieblingscharaktere gewesen. Viele meinen, der ist hässlich, aber ich finde den gar nicht so schlimm. Ich mag Waluigi, ich mag Luigi, ich finde Mario okay und ich hasse Wario. Weil Wario einige gute Spiele hat, zumindest soll er einige gute Spiele haben. Das einzige Spiel, was ich davon bislang gut fand, ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Spiele davon gespielt bislang, Wario-Spiele. Ich habe mal das WarioWare auf... Das ist eine Rakete, ist aber selten. Jetzt gleich auf Platz 1 bringt. Ist auch schön. Ich habe damals mal das WarioWare auf DS ausprobiert. Das fand ich ganz lustig für zwischendurch. Jetzt ist aber kein Spiel, was gut lange Zeit motiviert würde, aber für zwischendurch war das echt lustig, dieses ja mehr oder weniger hektische, mach schnell das, mach schnell das, mach schnell das, das wäre eher so ein bisschen mehr Reaktionsspiel als alles andere. Jetzt pusten, jetzt drehen, jetzt schütteln, jetzt wischen, jetzt was weiß ich, das war eigentlich alles ziemlich cool. Und ja, mochte ich eigentlich und Mario Land? Ich glaube Mario Land 4 war das, auf dem Game Boy Advance. War eines meiner absoluten Spieler auf dem Advance. Also habe ich nur beim Kumpel mal, der hatte das mal, habe ich das gespielt, habe ich mir sofort ausgeliehen, innerhalb von einer Woche oder so durchgespielt. Das hat unglaublich viel Fun gemacht. Dann habe ich mir Shake Dimension, das ist immer wieder so scheiße, wie es laufen kann, ne? Dann habe ich mir irgendwann mal Shake Dimension für die Wii gekauft, das fand ich auf Anhieb nicht so gut, habe aber auch nicht lange gespielt. Dann habe ich mir das gekauft, habe das erste Level gespielt, glaube ich. Da ich die Wii ja nur bei meinem Vater hatte, hatte ich auch nicht mehr Zeit, weil dann war ich war das Wochenende auch schon rum und dann bin ich wieder zu meiner Mutter gefahren und als ich das nächste Mal da hergekommen bin, ja, habe ich es dann nicht weitergespielt. Ich fand es jetzt nicht schlecht, fand es aber auch nicht so super motivierend. Vielleicht muss man es ein bisschen länger gespielt haben, um dann wirklich fast gefesselt zu werden von dem. Ich kann sagen, dass es gut ist, ich fand es auf Anhieb jetzt nicht so mega überragend. Aber auf jeden Fall WarioWare-Spiele für zwischendurch immer ein. Zumindest der DS-Teil, den ich gespielt habe, und der Wii-Teil soll ja auch gut sein. Und zwischendurch immer eine gute Sache. Und Mario Land 4 für mich persönlich ein sehr, sehr gutes Highlight auf dem Game Boy Advance. Den Game Boy Advance verdanke ich ja persönlich auch zum Beispiel den Eintritt in mein Lieblingsspiel. Also ohne die Game Boy Advance hätte ich niemals mein Lieblingsspiel kennengelernt. Nein! Ich dachte, wir schaffen das. Oh nein! Ich habe so einen riesen Vorsprung gehabt, dann fahre ich als Platz 1 unter so einen scheiß Wump da drunter. Oder halt, also, ich weiß es immer nicht. Wumps sind ja die Viecher mit dem Pflaster auf dem Rücken, ne? Also die Plattendinger, die umfallen, aber Beine haben und so ein Kram und Arme. Und in Mario Party hier war das, glaube ich. Oder 5. Irgendwie so. Da gab es noch K-Wump. Und das war der blaue Felsblock. Jetzt weiß ich aber nicht, wie diese Viecher hier heißen. Sind das auch K-Wumps wie der blaue Felsblock? Oder sind das auch Wumps wie der Pflasterstein da? Pflasterstein. Also der Stein mit dem Pflaster auf dem Rücken. Oder heißen die einfach Steinblock? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß das einer von euch. Könnt ihr mal in die Kommentare schauen, wenn ihr wollt. Wisst ihr nicht. Zwingt euch keiner dazu. So, wir haben auf jeden Fall guten Vorsprung. Hälfte des Cups ist geschafft. Vielleicht geht's ja so weiter. Wie gesagt, die Strecke mochte ich jetzt auch nicht so gern. Wieder zu unspektakulär. Halt optisch nicht ansprechend und halt viel zu viereckig. Ist halt eine SNES-Strecke und die Remakes sind hier nicht gut gelungen. Jetzt sind wir allerdings in einer sehr, sehr coolen Strecke, wo mir allerdings ein essentielles Detail fehlte, weshalb ich die Strecke hier nicht so cool finde wie auf dem Game Boy... Nintendo 64. Doch hier war wieder 3D-Fans auf dem Boot. Ich weiß nicht, warum man das bei der Donkey Kong-Kiste
2 Defense gemacht hat. Ich weiß es nicht. Und da bin ich wieder verdriftet. Ein essentielles Detail fehlt hier, und zwar wenn man in dem Nintendo 64 Part auf der anderen Seite der Brücke von der Piste abgekommen ist. Oh Gott. Hier fällt es mir wieder extrem auf, dass ich nicht geübt bin im Driften. Ich wüsste auch nicht, wie ich diese Kurve hier nehmen soll mit manuellem Driften. Wenn man hier von der Strecke abgekommen ist, dann kam halt so... haben halt Affen Kokosnüsse nach euch geworfen, um euch wieder zurück auf die Strecke zu drängen. Und jede dritte Kokosnüsse, die ihr abbekommen habt, hat euch halt quasi getroffen, als wenn ihr von einem Panzer getroffen wurdet. Also ziemlich hart. Das fand ich ziemlich cool. Man konnte quasi dann über die Sache abkürzen, musste aber so schnell wieder zurück auf der Strecke sein, dass du halt vor dem... vor der dritten Kokosnuss wieder auf der Strecke bist und hast halt eine Strafe bekommen. Das haben sie halt hier einfach weggelassen. Das fand ich sehr, sehr schade. Weil das hat die Strecke damals eigentlich ausgemacht. Fand ich. Deswegen mag ich die Strecke nicht so wirklich. Die mag ich die schon, aber ich mag die halt nicht so gerne wie damals auf Nintendo 64. Aber ich weiß nicht, wie ich diese Kurve nehmen soll. Vielleicht liegt daran der scheiß Karre. Dass die einfach so scheiß Handling-Werte hat. Ich kann doch keine scheiß Handling-Werte haben. Ihr kommt mir schon vor, als wenn ich schon scheiß Beschleunigungs... Und, oh! Kam der Blitz wieder im richtigen Moment. Wir haben aber ein bisschen Lack mit den Blitzen momentan. Was wollte ich sagen? Ich bin schon wieder raus. Weil der Blitz hat mich dann irritiert. Oh, ich bin extra ganz rechts gefahren. Ach ja, wegen der Karre. Mir kommt es ja schon so vor, als wenn die schlechte Beschleunigung, schlechte Höchstgeschwindigkeitswerte hätte, dann kann die ja nicht auch noch schlechte Handlingwerte haben, sonst hätte die ja gar keine Punkte. Gute Items, so mega gute Items habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, dass die jetzt extrem hohe Itemwerte hätte. Dann kann die ja nur noch gut im Offroad sein, und mit den Reifen kann ich mir nicht vorstellen, dass die gut im Offroad ist. Also was kann die Karre? Endlich habe ich die Kurve mal geschafft. Also die Kluber... Die Karre da, die hat mir besser gefallen. Der. Mit dem. Mit dem. Weg mit dem da vorne. Ach schade, ich dachte schon, ich reihe jetzt alle nach und nach weg mit 4 roten Panzern. Ich werde dann Erster, aber leider hat der Computer vor, mich Letzter mal zu lassen. Ja, da war man kurz vor der Kurve noch zweiter Platz und hat den Ersten mit dem Roten abgeschossen. Und hinter der Kurve kommt man als Zehnter ins Ziel. Und wir sind aber trotz alledem noch Erster Platz in der Gesamtwertung, obwohl wir Zehnter geworden sind. Das heißt, es ist noch alles offen. Sobald wir besser platziert sind als Daisy... haben wir trotz alledem noch den Goldpokal. Und jetzt kommt Donkey Kong. Nein, Gamecube. Nintendo Gamecube Marios Piste. Ja. Halt eine Marios Piste, wie man sie kennt. Kommen halt Piranha-Pflanzen vor, kommt halt ein Kettenhund vor ab und an mal. Hier auch, auf der Wii auch. Und kommen halt Goombas vor. Halt ein Stück normale Mario-Piste. Schloss ist meistens im Hintergrund zu sehen. Aber eine der besseren Marios Pisten, würde ich sagen. Perfekt. Kann uns die Kurve da mal. Zumal ich eh noch nicht genau wisst, wie ich die Kurve driften sollte. Aber unser ganzer Vorsprung ist dann schon wieder weg, indem wir dann direkt von einem Grünpanzer getroffen werden. Und mit dieser Scheißbeschleunigung, die diese Dreckskarre hat, kommen wir dann einfach nur so langsam wieder vom Fleck, dass wir gleich wieder 6 Plätze verloren haben dadurch. Oh, wir waren über der scheiß Piranha-Pflanze, du Drecksvollidiot. Die kann uns gar nicht erwischt haben. Die sind sehr fies, die beiden vom Ziel. Da muss man wirklich gerade landen, sobald man da nur einigermaßen so ein bisschen schräg rüberkommt. Wieder hier. Man, ich beschwere mich nicht drüber. Aber ich möchte euch im Display eigentlich auf den regulären Weg mal zeigen. Aber ich glaube, ohne die beiden Abkürzungen wären wir jetzt gnadenlos Letzter. Wurden beide von der Piranha-Pflanze geschnappt.
Also sind die echt fies, die waren auch auf dem Gamecube-Teil schon fies, die haben eine extrem hohe Reichweite. Ey, ich hab doch die Banane noch gezündet! Ich hab den Knopf noch gedrückt, bevor uns der rote erwischt hat. Und wenn man hier nicht mittig fliegt, dann sieht man schon, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil, den die Piranha-Pflanzen nicht abdecken. Jetzt, da wir als Erster das Item geschnappt haben, wenn wir keinen Pilz bekommen, dann kann ich euch den regulären Weg mal zeigen. Aber echt mit der Karre zu driften, allgemein zu lenken, ist mega scheiße. Ich bin froh, dass ich die Kurve irgendwie geschafft habe, ohne getroffen zu werden. Hallo, kann der Assi auch mal getroffen werden? Nein, jetzt hänge ich hier fest, das kann nicht wahr sein. Und wir müssen vor Daisy sein, die hat sich jetzt in der letzten Sekunde die Pole Position geholt, wird aber noch von der Piranha-Pflanze geschnappt und wir werden Erster. Oh mein Gott, war das ein Finish. Boah, da haben wir die ganze Zeit Wario am Arsch kleben und haben überhaupt keine Sorgen, uns irgendwie von Daisy zu machen. Und dann in der letzten Kurve zieht die dann plötzlich vorbei, sowohl an Wario als auch an uns, wir Erste, und fliegt dann aber noch in die beiden, ja, von mir gerade noch erwähnten, als große Gefahr betitelten Piranha-Pflanzen kurz vor Ziel. Und dadurch werden wir dann Erster. Meine Fresse. Das war ein Finish. Dadurch, so kann man sich doch gerne mal den Goldpokal holen. So. Schnappen wir uns den. Ich würde sagen, ich bin... Oh, Rang E ist, glaube ich, das Schlechteste, was man kriegen kann. Ist mir aber Wurst. Haben wir schon für den Silberpokal Rang D bekommen. Das ist ja, oh mein Gott, da schäme ich mich ja fast für. ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.